Hallo, hier ist Anna Moon. Heute gibt es mal kein Anleitungsvideo. Dafür habe ich drei neue Aquarellpapiere bekommen. Die werte ich heute aus. Lass uns anfangen. Hier auf diesen Bildern sieht man schön die Textur der Papiere. Das Hot Pressed ist glatt, das Cold Pressed ist etwas rau und das Raue ist ganz rau. Ich fange an mit einer Lasur, also nein, mit einem einfachen Farbauftrag. Seht ihr diese kleinen Fusseln, die bei dem Hot Pressed entstehen? Später, wenn das getrocknet ist, sieht man die nicht mehr, aber das stört mich sehr beim Hot Pressed. Jetzt kommen wir zum Cold Pressed. Selbe Farbe, selbe Menge an Wasser. Und die einzigen Hubbels, die da sind, ist halt das vom Papier her. Die Farbe verläuft super. Sie verteilt sich sofort. Jetzt komme ich mit dem klaren Wasser. Und man sieht richtig, wie sich die Farbe in die klare Wasserstelle hineinzieht und wie man später sehen kann, ein sanfter Übergang entsteht. Derselbe Test mit dem rauen Papier. Wunderbar. Es wirkt satt vom Farbauftrag. Jetzt komme ich mit dem klaren Wasser. Und auch da, hier ist es das klare Wasser etwas feuchter als beim Cold Pressed, aber es entsteht trotzdem ein sanfter Verlauf. Und das Hot Pressed sieht schon schlimm aus, jetzt, obwohl es noch nicht richtig trocken ist. Tragen wir das Rubbelkrepp auf. Ich benutze da so einen Feintipp-Applikator. Da ist Schminke Rubbelkrepp drin, etwas verdünnt. Auf dem Hot Pressed lassen sich wunderbar gleichmäßig sanft die Linien ziehen. Auf dem Cold Pressed ist es schon etwas schwieriger, weil halt das Papier rauer ist. Und auf dem rauen Papier, das ist natürlich noch rauer als das Cold Pressed, da ist es sehr, sehr uneben und die Linien werden am Ende sogar etwas brüchig sein. Jetzt lassen wir das Rubbelkrepp trocknen und fahren mit der Nass-in-Nass-Technik fort. Hier ist ein bisschen sehr viel Wasser. Ich werde jetzt mit dem Pinsel noch was abnehmen. So, jetzt ist es perfekt. Und guckt, wie schön das verläuft. Entlang der Fasern des Papiers verteilt sich die Farbe. Sieht super aus. Tupfend hat man bessere Effekte, als wenn man da eine Linie zieht. Jetzt noch mal etwas mehr Wasser rein in die Farbe. Ja, verläuft schön, gefällt mir. Gehen wir zum Cold Pressed über. Gleiche Menge an Wasser. Das Cold Pressed ist ja so ein bisschen außerhalb des Bildschirms, aber trotzdem, man sieht, der Farbverlauf, den finde ich super, auch hier. Da könnte ich stundenlang zugucken, wie sich die Farbe verteilt. Wunderbar. Gefällt mir. Jetzt versuche ich nochmal Linien zu zeichnen, aber die werden am Ende weg sein. Das verteilt sich. Aber jetzt schon gefällt mir das Cold Pressed ein bisschen besser als das Hot Pressed.
Schauen wir, was das raue Papier hergibt. Tupfender Auftrag. Ähnlich wie das Cold Pressed. Sieht super aus. So richtig schön fluffig und fransig. Die Farben, die ich hier benutze, sind Schminke Horadam Aquarellfarben. Und der Pinsel ist ein Da Vinci synthetischer, ein synthetischer Da Vinci Pinsel Größe 6. Ja, super. Oh, die Fransen, die da entstehen, die sehen toll aus. Da nochmal alle drei nebeneinander. Das Hotpress ist jetzt schon total verlaufen. Und die beiden anderen hatten noch schöne Strukturen. Jetzt habe ich ein bisschen die Geschwindigkeit des Videos erhöht. Weil das ist ja kein How-to-Draw-a-Tree, sondern Test von feinen Linien. Die senkrechten Linien sind wieder in Originalgeschwindigkeit, lassen sich wunderbar zeichnen, sind unfransig, sauber. Jetzt sind wir bei dem Cold Pressed. Da erkennt man schon an den Ästen, dass es ein bisschen uneben ist, aber an den Ästen finde ich es eigentlich super. Es lassen sich dünne Linien zeichnen, aber die sind nicht mehr komplett gerade. Und bei dem rauen Papier ist das Ganze natürlich noch schwieriger, weil die Vertiefungen und Erhebungen des Papiers einfach größer als bei bei Cold Pressed sind. Da nahezu nicht möglich, eine gerade Linie zu zeichnen. Jetzt nochmal alle drei schön nebeneinander. Als nächstes gehen wir zurück zum Rubbelkrepp. Das ist mittlerweile getrocknet. Hier bei diesem Hot Pressed sieht man auch wieder diese kleinen Flusen, die da irgendwie entstehen. Die sind nachher weg, aber stören mich sehr beim Zeichnen, beim Malen. Oh, hier sieht man schon die gute Struktur von den raueren Papieren. Der Farbauftrag, der macht bei dem rauen und bei dem Cold Pressed so viel Spaß. Sieht einfach irgendwie besser aus. Bei der Zusammenfassung habe ich komplett das Thema trockener Pinsel vergessen. Dafür jetzt, also bei dem Hot Pressed entstehen keine Strukturen durch trockene Pinsel. Bei dem Cold Pressed entstehen Strukturen. Leichte, die gefallen mir. Damit kann man wunderbar in der Sonne glänzende Seen malen. Und bei dem rauen Papier finde ich das noch viel schöner. Jetzt werde ich den Pinsel gleich noch was feuchter machen. Es war zu feucht. Ja, etwas trockener und wunderbar. Gefällt mir. Nochmal drei, alle drei nebeneinander zum Vergleich. Jetzt kommen wir zum Radieren. Ich radiere hier wirklich sehr kräftig. Und erwarte eigentlich, dass sich da so Wunden bilden, aber außer den üblichen Flusen vom Hotpress-Papier ist nichts zu sehen. Dasselbe jetzt nochmal beim Coldpress. Ein ganz normaler Farbauftrag. Von Radierwunden sehe ich nichts. Noch ein bisschen feuchter, mehr Farbe, man sieht nichts. Jetzt das raue Papier. Auch da sind keine Verletzungen des Papiers sichtbar. Der Farbauftrag ist wie unverletztes Papier. Jetzt habe ich hier Zellulosepapier von Britannia, von Hahnemühle. Und da sieht man rein optisch auf dem blanken Papier schon, dass ich das Papier verletzt habe durch das Radieren. Und jetzt mit dem Farbauftrag sieht man, wie sich das was
Wasser und die Farbe da an so einem Strich sammeln, da wo ich radiert habe. Da ist es radiert, man sieht es. Ich hätte nicht gedacht, dass man bei Baumwollpapier so gar keine Radierspuren sieht. Jetzt kommen wir zum Wasser abheben, zum Farbe abheben. Erst einen leichten Strich und jetzt nochmal fester an einer Stelle. Es lässt sich abheben. Farbbedingt, pigmentbedingt nicht gut, aber es lässt sich abheben. Als nächstes beim Hot Pressed, beim Cold Pressed. Erst die Stelle, dann ein bisschen in die Länge. Und es lässt sich viel besser abheben. Erstaunt mich. Und jetzt beim rauen Papier. Erst den Strich in die Länge. Ich fahre wirklich mehrfach drüber, weil es tut sich da nicht viel. Und nochmal fahre ich drüber. Erst jetzt sieht man ein bisschen mehr. Lässt sich schwieriger abheben. Ja, nochmal alle drei nebeneinander. Jetzt entferne ich das Rubbelkrepp. Bei dem Hot Pressed und bei dem Cold Pressed geht das relativ einfach. Bei dem rauen, da muss ich zweimal drüber arbeiten, bis das gesamte Rubbelkrepp entfernt ist und man sieht, dass das raue und das Cold Pressed etwas unruhiger ist. Ähnlich wie bei den Strichen, die ich bei dem Baum da gemalt habe. Jetzt als nächstes machen wir Lasuren. Dafür male ich erstmal ultramarinblaue Flächen. Der Farbauftrag, oh, ich sehe das, der Farbauftrag bei dem Cold Pressed und bei dem Rauen sind so schön. Man geht da einmal drüber, es sinkt ein, es verteilt sich gleichmäßig. Die Farbe ist jetzt getrocknet und ich gehe mit Zitronengelb drüber. Mir ist zu wenig Pigmente, ich hole noch etwas Gelb. Jetzt entgegengesetzt und es verläuft. Okay, soweit gut, aber das Resultat sehen wir gleich. Dasselbe Vorgehen bei den beiden anderen Papieren. Bei der ersten Schicht ist bei allen drei Papieren keine Veränderung zu sehen, bei der zweiten Parallelstrich auch nicht, aber wenn ich quer drüber gehe, verläuft es bei dem Hot Pressed viel und bei dem Cold Pressed und bei dem rauen verläuft es wenig. Obwohl bei dem Cold Pressed man die Farbe super einfach abheben konnte. Das verstehe ich nicht ganz. Jetzt gehe ich bei allen drei nochmal drüber mit etwas Wasser. Bei den beiden rauen, bei dem rauen und bei dem Cold Pressed sinkt es einfach ein. Und bei dem Hot Pressed entsteht ein riesiger, hässlicher Fleck. Jetzt probiere ich hier nochmal das Abheben der Farbe, weil ich mir da so unsicher geworden bin, ob ich da nicht was Falsches gesagt habe oder was Falsches mir gedacht habe, dass bei dem Hot Pressed das so. Es geht ja relativ mittelmäßig runter. Und trotzdem ist da bei dem Lasuren so eine Pfütze entstanden und so ein Rand entstanden und ich weiß nicht. Wie ein schlechter Zauber, diese Lasur. Dieselben Versuche mache ich dann auch nochmal beim Cold Pressed und beim Hot Pressed. Beim Cold Pressed und beim Rauen. Da geht es wunderbar weg. Aber die Lasur sieht super aus dafür, dass es so leicht sich zu entfernen lässt. Und auch da, das Lila lässt sich leicht entfernen. Aber bei der Lasur konnte ich vernünftig drüber lasieren. Auch nochmal beim Rauen. Das Raue geht sehr schlecht weg. Das sitzt in dem Papier drin
Und ja, wie ich später sehe, auch richtig gut in dem Papier drin, weil auch diese ganzen weißen Pünktchen, die da bei dem Cold Press entstanden sind, sind da nicht sichtbar. Ich bin jetzt an dem Punkt schon total verliebt in das raue Papier. Da nochmal alle drei Ergebnisse nebeneinander. Das Hot Press ist unterirdisch. Jetzt probieren wir Salz. Zunächst färbe ich eine Fläche ein, lasse ein klein wenig antrocknen und Streusalz drüber. Und das mache ich bei allen drei Papieren auf die gleiche Art und Weise. Das Salz lasse ich trocknen und die Auswertung zu dem Salz mache ich dann am Ende in der Zusammenfassung. Ich habe bei dem Hotpress-Papier das Gefühl, der Farbauftrag sitzt oben drauf und bei den anderen beiden sinkt es ein. Jetzt machen wir Farbverläufe. Ich vermische die Farben, komme dann nochmal mit etwas wässriger, also mit etwas Gelb, von der anderen Seite nochmal mit Blau. Ich versuche wirklich krampfhaft einen schönen Farbübergang ohne Wasserkränze zu machen. Das Ergebnis sehen wir gleich. Dasselbe mache ich bei dem Cold Pressed und bei dem rauen. Und ihr werdet sehen, allein bei dem Cold Pressed brauche ich viel weniger Zeit, um das vernünftig zu vermischen und zu verlaufen zu lassen. Es funktioniert sofort. Also sieht einfach traumhaft aus. Dasselbe nochmal bei dem Rauen. Da gehe ich auch nochmal mit dem Blau am Ende rüber. Spätestens da hätten Wasserränder irgendwie entstehen müssen. Diese Linie, die man da jetzt sieht, sieht man am Ende nicht mehr. Und das ist wirklich erstaunlich. Jetzt probieren wir einfach Kratzen auf feuchter Oberfläche. Auch hier sieht man bei dem dunklen Lila diese fiesen Flusen, die da das Hotpress mitbringt, sich bringt. Man sieht sie zwar nicht am Ende, aber es ist ein unangenehmes Malen. Ich habe immer das Gefühl, der Pinsel ist irgendwie dreckig oder es löst sich direkt alles auf. Der Farbauftrag auf dem Cold Pressed und auf dem Rauen ist einfach ein herrlicher Genuss. Auch hier nochmal was feuchter und kratzen. Erst seitliches Kratzen und dann starkes Kratzen. Und dann versucht sogar Farbe wegzukratzen. Die Papiere sind jetzt trocken. Ich habe das Salz abgekratzt und möchte jetzt gern zu einem Gesamteindruck nochmal zusammenfassen. Fangen wir an mit den Farbverläufen. Beim Hotpress entstehen solche Wasserränder. Ich habe versucht, auf die gleiche Art und Weise erst die Farbe aufzutragen und dann mit klarem Wasser entgegenzukommen. Aber hier sind so Wasserränder entstanden. Bei dem Cold Pressed und bei dem Rauen ist es nicht passiert. Es ist ein schöner Verlauf entstanden. Was mir aber generell bei jeder Farbfläche auffällt, dass bei dem Hot Pressed und bei dem Cold Pressed so kleine weiße Pünktchen, wo nach dem Trocken keine Farbe mehr ist, entstanden sind. Bei dem Raumpapier ist das nirgendwo. Das ist komplett eingefärbt, die Fläche. Rubbelkrepp. Die Struktur des Hotpressed ist sehr glatt, nicht so glatt wie Kopierpapier, aber glatt wie vernünftiges Zeichenpapier. Man konnte mit dem feinen Liner, den ich da benutze, super dünne, gerade glatte Striche erzeugen,
bei dem Cold Pressed und bei dem rauen Papier ist durch die Struktur, sind natürlich so kleine Fransen entstanden. Also so richtig glatte Linien kriegt man dann nicht hin. Hier an den Stellen habe ich Farbe abgehoben, aber da kommen wir gleich dazu. Der Farbverlauf, den finde ich bei allen dreien gut. Am besten gefällt es mir bei dem rauen Papier und bei dem Cold Pressed Papier. Hier ist mir es einfach zu stark verlaufen. Mag sein, dass ich hier zu oft Wasser oder wässrige Farbe reingesetzt habe. Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir hier am besten. Detailarbeiten. Klar, das Hotpress-Papier ist glatt, also kann ich auch schöne, feine, unfransige Linien machen. Bei dem Coldpress und bei dem rauen kann man nur wenig feine Linien machen und hier irgendwie so gut wie gar nicht. Aber das, ich denke mir, so feine Linien, gerade bei Ästen, wird da super kommen, dass dann nicht so ganz so gerade das ist. Hier habe ich nochmal versucht, die Farbe abzunehmen. Genau wie hier vorn habe ich den Eindruck gewonnen, dass bei dem Cold Pressed sich das am besten abnehmen lässt. Als zweites kommt das bei dem Hot Pressed und am schlechtesten abnehmen lässt sich das bei dem rauen Papier. Dasselbe Ergebnis habe ich hier auch mit Lila erhalten. Das ließ sich am besten abnehmen und zweitbesten am schlechtesten. Jetzt tausche ich eben mal die Seiten. Radierungen. Radieren auf Aquarellpapier lässt bei Zellulosepapier immer so Papierverletzungen, so kleine Narben, wo sich dann das Wasser sammelt und dann damit natürlich dann Pigmente und dann hat man da so einen dunkleren Strich. Bei Baumwollpapier, was ich bislang nicht wusste, zumindest bei dem ist es überhaupt nicht. Vielleicht hier so ein bisschen, aber es kann auch am Farbauftrag liegen. Ich sehe hier keine Papierverletzungen. Dünne Striche kann man also mit Baumwollpapier super entfernen. Alle drei gleich gut. Vom Farbauftrag natürlich bevorzuge ich das raue Papier. Lasuren. Das Ergebnis finde ich unterirdisch und die beiden Ergebnisse finde ich gut. Ich habe ja alle drei Flächen gleich behandelt und hier ist ein riesiger Wasserkranz entstanden. Das Papier, das Hotpress-Papier, das trocknet einfach sehr schnell weg. Für mich zu schnell. Ich kann damit nicht arbeiten. Wenn das Papier hier feucht ist, die Farbe setzt sich und das bleibt dann irgendwie länger feucht, obwohl ich die gleiche Menge an Wasser verwende. Das Arbeiten mit Salz, das ist bei allen dreien gleich. Es bilden sich wunderschöne Kristalle und mehr kann man da eigentlich dazu nicht sagen. Die Farbverläufe ist ähnlich wie die Lasuren. Hier unterirdisch, also der Verlauf an sich ist okay, aber wie gesagt, es entstehen so schnell irgendwelche Ränder und ich habe ja wirklich erst das Blaue und direkt danach das Gelbe und dann nochmal so ein bisschen. Ich habe ja da nicht eine Stunde gewartet. Hier finde ich den Farbverlauf traumhaft. Hier eigentlich auch, aber ich glaube, hier habe ich entweder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser am Pinsel gehabt, hier oben. Von der Farbintensität sieht man hier ganz klar, dass das raue Papier leuchtender ist. Es ist irgendwie satter. Kratzen auf feuchten Flächen, da kann man diese dunklen Striche mit erzeugen, weil man das Papier verletzt. Das funktioniert bei allen dreien Papieren gleich gut. Nur halt generell der Farbauftrag, hier sind ganz viele weiße Stellen entstanden und hier ist es nicht einheitlich. Also mein Fazit für das Ganze auf das Cold Press Papier kann ich eigentlich verzichten, weil die Rauheit und die Arbeit mit den Farben, die habe ich genauso hier
Nur, dass ich hier halt diese weißen Stellen nicht habe. Man sieht das hier beim Lila. Ich habe bei dem rauen Papier die Stellen, diese weißen Punkte nicht. Also Cold Pressed brauche ich eigentlich nicht mehr. Das Hot Pressed, da kann ich nicht wirklich mit arbeiten, wenn das Papier trocken ist und ich dann mit einer feuchten Farbe drauf gehe. Wenn die Farbe sehr trocken ist oder wenn ich feine Linien möchte oder wenn ich mit einem Aquarellstift arbeite, dann kann ich mir wirklich gut vorstellen, mit dem Hot Press zu arbeiten. Aber für Landschaften und für Arbeit mit Pinsel und Arbeit mit Wasser würde ich mich persönlich für das raue Papier entscheiden. So, das war's für heute. Nächste Woche gibt es wieder ein Stein-Tutorial. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Ciao!